Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von DDGX 1982. Ich habe mich schon, bevor ich glaube ich mit, ja, oder sagen wir mal, inmitten des Let's Play The Dick dafür entschieden, dieses Spiel als nächstes zu machen. Und das Schlimmste ist, ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe vor diesem Spiel dermaßen Angst, Panik. Ich bin offensichtlich Masochist, denn ich habe es einige Male gespielt, sowohl auf dem PC als auch auf der PS3, weil ich habe das irgendwann mal auch für die PS3 ganz günstig geschossen, gesehen, dass sie das anbieten und dachte, komm, das musst du dir in die Sammlung stellen. Wenn du schon eine PS3-Sammlung anlegst, dann mach es richtig. Und dann dachte ich, wenn du es schon besitzt, dann kannst du dir auch nochmal die Platinum-Trophäe holen. Das habe ich gemacht. Also inklusive schwerstem Modus und all diese blöden Trophäen, die man sammeln kann auf der PS3. Aber trotzdem, ich habe niemals meine Angst vor diesem Spiel verloren. Und ich weiß nicht, ob ich das durchstehen werde hier. Ich hoffe mal, dass sich die Tatsache, dass ich dabei reden kann mit einem imaginären Zuschauer, etwas besänftigend auf mich auswirkt. Wenn ich diese Bilder jetzt schon wieder sehe, dann weiß ich schon ja nicht, warum das eigentlich passieren sollte. Oh Mann, warum tue ich mir das an? Die Erklärung ist wahrscheinlich einfach. Ich gehe davon aus, ich versuche am Anfang möglichst viele unterschiedliche Dinge zu tun, um sozusagen eine breite Zielgruppe zu erreichen, während ich sozusagen meinen eigenen Stil finde. Aber das hier ist echt, das ist echt der pure Wahn. Und das, und noch schlimmer als das ist, ich weiß nicht, ob man das erkennt im YouTube-Video, aber mein Rechner ist seitdem ich das letzte System aufgespielt habe, also vor 2,5 Jahren oder knapp 3 sogar, ist ja auch das letzte Mal aufgerüstet worden. Das heißt, das Spiel an sich hier packt er natürlich ohne Probleme. Das ist klar, es ist ja auch mittlerweile schon wieder 4 Jahre alt oder was. Aber Fraps dazu schalten und da geht die Framerate. Also normalerweise spiele ich das, das Spiel auch in astreiner HD-Auflösung, aber das hier ist, also ich sag mal, eine Nintendo Wii schafft diese Auflösung auch, die ich jetzt spielen muss. Ist egal, weil ich meine Videos sowieso nicht in HD-Qualität aufnehme und hochlade, aber trotzdem, es ist schon ein großer Unterschied zu dem, was ich normalerweise spiele. Natürlich kann man sich die Frage stellen, warum sollte sich jemand das hier angucken, wenn er sich auch ein Let's Play in HD anschauen kann, aber ach, was soll's. Ich habe das zwar auch schon auf schwer gespielt, aber ich möchte es ein bisschen einfacher halten, denn auf schwer kotzt mich das an. Man verbraucht Unmengen an Munition und findet nicht viel und ne, das stresst mich zu sehr. Und das stresst mich ohnehin schon. Also stresst mich schon in seiner Standardvariante ausreichend. Aber so ist es. Man macht eben Let's Plays. Ich finde das an sich, finde ich das schon ganz gut. Aber warum soll man dabei Spaß haben, wenn man nicht auch sich quälen kann? Und hier das Intro. In mickriger Auflösung, wohlgemerkt. Isaac, ich bin's. Ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Oh, mir tut's auch leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Aber eine Süße ist sie. Ist schon seltsam. Du ein kleines Ding. Na, hoffentlich redet sie nicht von meinem. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da.
Orbit wird synchronisiert. Orbit wird synchronisiert. Der Ärger wegen dem Felsbrocken. Das muss man sich... Der Abbau von Rohstoffen ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah da, wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura, das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen. Oh Gott, das sieht so scheiße aus, ey. Ich muss unbedingt... Sie müssen das Signal verstärken. Unbedingt meinen Rechner aufrüsten. Ja, oder einfach einen neuen kaufen. Signal verstärken. Noch mehr. Naja, also wenn man sich Pflanzen halten würde, an denen Geld wächst, dann... Kommunikationsausfall auf einen ja, das wäre nun kein Problem. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Aber das will ja jeder. Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Controller. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich. Nichts mit Monstern zu tun, ganz bestimmt nicht. Als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Aber so einfach ist es nicht, wie man erwartet. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben die Hölle. Fahren Sie die Schäde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Tja. Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet. Man kann jetzt sein Gesicht sehen. Das wollen wir nochmal eben ausnutzen. Morgen werden wir direkt in die Ishimura gekarrt. Also wieder runter und dann an die Arbeit. Erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Ja, setz dir mal das Händchen auf. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Ach, weißt du. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. So, jetzt muss ich meine Tastatur hier vernünftig vor mich räumen. Das... So. Und dann kann der Spaß auch schon losgehen. Oh, habe ich Spaß gesagt? Ich meine, der Terror. Also, ich muss wirklich sagen, Leute, die das hier so... spielen, als wäre es nix. Ihr seid harte Typen. Respekt. Daumen hoch, Doppeldaumen hoch, Schumi-Daumen, alles. Mich macht das fertig. Mich macht das völlig fertig. Also mit einem freudigen und entspannenden Spielerlebnis hat das echt nichts zu tun. Ich meine, ich habe es auch durchgekloppt auf allen Schwierigkeitsstufen, aber ich zähle mich selbst nicht zu den harten Typen, denn wie gesagt, ich leide darunter. Wie ein Kleinkind unter dem Schlaflied der Ärzte. So ungefähr so kann man sich das vorstellen, dieses Grauen, das ich empfinde. Da liegt hier irgendwo. Gut. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Naja, gut. Unglaublich. Das heißt, verloren, da ist er doch. Ich meine, wenn das nicht aussieht wie ein Portbooster. Entschuldige mal, ne? Ich bin vielleicht kein Astromechaniker, aber das ist ein Bordbooster, erkenne ich auf 10 Meilen Gegenwind im Dunkeln beim Mondschein. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Hacken? Oder ich drücke einfach aufs Knöpfchen. Und da steht's doch. Öffnen! NF! Ja, öffnen! Machen wir das doch. Oh Mann. Also ich meine, man sieht schon, dass das Spiel eine schöne Grafik hat, aber ich wundere mich schon wirklich, dass es die Auflösung, die ich hier fahren muss, überhaupt noch unterstützt. Ich meine, das ist ja,
Duke Nukem hat da... Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin kam da auch nicht viel weiter drunter. Ah, das ist nicht fair. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen rum hier. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Ist immer. Loggen Sie sich ein und sehen Sie nach. Wäre das nicht toll, wenn wir jetzt einfach irgendwo hingehen würden, das Schiff reparieren können und wieder wegfliegen könnten? Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac, wir bringen das Computerdisplay online. Und mit wir bringen das Computerdisplay online meinst du sicherlich, ich bringe das Computersystem online, oder? Lokalisierer. B. Ich dachte immer, das wäre auf Steuerung. Da ist es doch. Steuerung. Aha, hier geht auch. Oh. Steuerung zeigt einen anderen Weg als B. Das ist ja herrlich. Können wir beide drücken? Nein. So, wir haben schon nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Diese Folge. Ich speichere das mal ganz kurz ab. Ja, bitte überschreiben. Das war nur mein Testlauf, indem ich die Grafik Stück für Stück runtergeregelt habe. Wobei eigentlich nur die Auflösung, also alle Texturqualitäten und sowas sind immer noch auf Maximum, denn das hat überhaupt keine Auswirkung auf die Framerate gehabt. Auch nicht, wenn ich sie ganz runtergenommen habe. Was ich nicht ganz verstehe, aber ich verstehe auch nicht alles. Auf dem, was ich nicht verstehe, kann man die halbe Welt füllen. Schadensbericht. Wollen wir den lesen? Also ich glaube nicht, dass wir den sehen wollen. Da leuchten doch schon so rote Flecken. Das ist... Naja. Eigentlich wollen wir auch nur für Nicole herkommen, das heißt, gleich wieder fliegen wäre kontraproduktiv. Das Monorail-System ist offline, wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren, wäre ja mal ein Anfang. Na, und da geht's los. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Fenster wieder angesprungen ist. Nein, also ich will diese Biester nicht sehen. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Da ist es doch. Ja. Ich glaube, ich werde versuchen, mich zu verpissen hier. Und verzieh dich hier. Lauf! Dem lasse ich mich aber auch wirklich immer erwischen. Und der kriegt mich auch noch. Da kommen rein da. Ah. Immer dieser Nervenkitzel. Oh. Ah. Okay. Alles gut. Alles gut. Ah, nichts passiert. Nichts passiert. Wir brauchen eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Dieses Geschrei. Und ich spiele das auch noch mit dem Kopfhörer. Ich muss mich mal von einem Ohr befreien. Hier die Stimmung wird mir einfach. Das ist einfach ein bisschen zu viel, DDGX. DDGX ist ein Super Nintendo Gamer, der es nur in dieser Zeit überlebt hat. Ja, ich bin nur zufällig am Leben in dieser Zeit. Ja, also das Gamer-Gen mich sozusagen auch in diese Sachen reingetragen hat. Aber eigentlich habe ich mich mit dem NES und dem Super NES deutlich wohler gefühlt. Ah, das ist okay. Geh weg. Ich weiß, wie man das Spiel bedient. Oh, so wollen wir ein Medipack. Immer gut. So, jetzt waren meine letzten Durchläufe natürlich immer auf der Playstation. Aber es gibt da sicherlich eine Taste, so eine Quick-Taste für ein Medipack, oder? Das könnte Q sein. Das könnte Q sein. Gut. Wir haben eine Waffe. Wir haben eine Waffe. Passiert schon wieder irgendwas. Och, das geht uns jetzt an. Cut off their limbs. Oh, gut. Das werden wir probieren. Das ist jetzt der Schlange kaputt. Cut off their limbs. Oh, ich hau daneben. Ich habe so eine leichte Verzögerung drin auf der X-Achse. Immer noch. Aber ich denke mal, man wird sich das schon spielen lassen. Das sieht reichlich widerlich aus. Unglaublich widerlich. Los weg hier.
So, ich glaube, man darf da nicht so liegen bleiben. Das Problem ist in diesem Spiel, dass alles, was hier rumliegt, tendenziell ein Monster werden kann. Und wenn man schon vorher sie ein bisschen verstümmelt, ich glaube, das ergibt eine ab 18 Wertung, oder? Vorher schon ein bisschen verstümmelt, dann ja, dann passiert das wohl eher nicht. Deswegen tritt man in diesem Spiel gerne mal auf Leichen rum. Was moralisch nicht der beste Ansatz ist, sicherlich. So, hier gehen wir. Wir brauchen gleich runter zu gehen, oder so weit bist du denn da? Ja, naja, ja, ja, wir kennen das. Wir kennen das. Ich möchte diese Tipps nicht. Ah, da ist die Gesundheitstaste, siehst du. Cool. Ja, alles gemerkt hier. Alles kein Problem. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Oh, Benson. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von dem... Achtung! Zurück! Zurück! Okay, hier ist die Monorail-Steuerung und da ist mit was drin, das nehmen wir uns. Isaac? Isaac! Na, wo seid ihr? Kommt kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Toll, dass ihr mich trotzdem hier lang geschickt habt. Sind Sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Routine benötigt. Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die Hälfte zu plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne. Relax, dude! Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Und mit wir meinst du mich? Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, uns meint er meint sie mich. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Kartine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne, wir kommen nicht hin. Ah, aber der kommt wohl hier nicht. Aber Sie. Oh, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Nicole? Ja, Nicole finden. Was muss ich dafür tun? Nur schlechte Nachrichten. Kapitel 1, Dead Space, nur schlechte Nachrichten. Gut. Wir müssen die Monorail reparieren. Man braucht gar nicht denken, dass die beiden Genossen uns in diesem Spiel sonderlich behilflich sein werden. Die machen nämlich nichts. Die sitzen mit ihren Ärschen im Büro rum und machen sich die Fingernägel. So ist es nämlich. Und immer wenn irgendwas gemacht werden muss, schreien alle Isaac, Isaac, Monster! Isaac, Sie müssen, Isaac, du musst, Isaac, schnell, Isaac, hier, Isaac, ich, jetzt. Das speichern wir ab, weil wir feige Schweine sind, und mit wir meine ich mich. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder, wenn es wieder heißt, die DGX beim Schlottern Angst haben und Sterben beobachten. Und bis dahin würde ich sagen, die DGX out.